Das sind die Wallis-Nachrichten am Sonntag, dem 15. Februar 2009. Folgendes ist im Wallis passiert. Brand bei einem Getränkedepot vom Bahnhof Visp, grosser Fasnachtsumzug zu Leuk-Susten und Pech für den Silvan Zurbriggen beim WM-Slalom. Schön, euch heute mit dabei zu haben. Am Sonntagnachmittag ist bei einem Getränkedepot vom Bahnhof Visp ein Feuer ausgebrochen. Laut den Verantwortlichen von der Feuerwehr Visp ist bei ihnen der Alarm gegen die 16:30 eingegangen. Die Brandursache ist im Moment noch unklar. Nach erster Erkenntnis hat ein Stapel Karton Feuer gefangen. Eine Untersuchung hat man eingeleitet. In Leuk-Susten war am Sonntag der grosse Fasnachtsumzug. Verschiedene verkleidete Gruppen und Guckermusiker haben für viel Unterhaltung gesorgt. Am Samstag am Abend hat man zu Visp die 39. Martini-Fasnacht eröffnet und am Sonntag das 23. Guckermusik-Treffen von den Vespianern durchgeführt. Am Samstag ist im Kollegium zu Brigg der 5 seltener Solistenwettbewerb über die Bühne gegangen. Dabei haben die Jugendlichen ihre Können unter Beweis stellen. Im Wettbewerb haben insgesamt 84 Oberwalliser verschiedene Sticker auf Holz- oder Blechblasinstrument vorgetragen. Frauensolidarität hat am Samstag zu einer Debatte mit den drei Staatsratskandidatinnen eingeladen. Anlässlich der Debatte haben Esther Weber-Kalbermatten, die Graziella Walker-Salzmann und die Marilene Volpi-Fournier die Gelegenheit gehabt, ihre Visionen und Ideen für die Legislaturperiode vorzustellen. Dann kommen wir zum Sport und hier zum Ski Alpin. Beim zweiten Lauf des WM-Slalom ist der Silvan Zurbriggen ausgeschieden. Nach dem ersten Lauf war er noch auf dem 12. Zwischenrang klassiert. Gewonnen hat der WM-Slalom der Österreicher Manfred Pranger. Am Sonntag hatten wir wunderschönes Sonnenwetter. Die Woche die sieht leider schon wieder ein bisschen anders aus. Wie genau, das sagen wir auch in den Walliser Nachrichten. Fast ungetriebt blauen Himmel haben wir den Tag durch. Hier das Beweisfoto von der Bellalp. Am Montag müssen wir schon wieder mit den Wolken vorlieb nehmen. Es gibt zwar vereinzelt Sonnenschein, aber es ist doch bewölkt und vereinzelt kann es sogar schneien. Die Nächte die bleiben relativ kalt. Ihr seht es zum Beispiel in Grächen oder in Zermatt. Da schlägt es mit bis zu minus 14 Grad ins Büch. Die Tageshöchsttemperaturen sind im Talgrund bei rund 3 Grad. Hier die Prognose für die nächsten 4 Tage. Am Dienstag ist es ähnlich wie am Montag. Wolken gemixt mit Sonne, Schnee kann es auch noch geben. Wer also gerne Abwechslung hat, der kommt diese Woche also voll auf seine Kästen. Besserung verspricht eigentlich erst am Mittwoch. Dann soll es wieder ein bisschen mehr auftun und es soll dann auch nicht mehr grossartig schneien. Die Temperaturen die bleiben immer so im Bereich von 2 bis 3 Grad. Das waren die wichtigsten Ereignisse im Wallis. Wir danken euch vielmals für das Zuschauen. Für die, die Ferien haben, wünschen wir schöne Ferien und für die, die arbeiten müssen, viel Erfolg.